Moin Leute, Montag der 5. Juli. Bin jetzt gerade auf der Weide. Futter gegeben. 18. Vater, heute bin ich mal. Da am Warten schon. Oh, und der Mann, oh, oh. Der alte Schmierlappen. Und Geschmiere immer. Genau, die auch die Grasen hier. Wir geben ja jeden Tag was dazu. Wir machen ja eben, oh, dass das komplette Wiesenabdeck geben oder die Fläche eben. Machen wir nicht. Wir geben immer bloß jeden Tag ein Stück, dass die das nicht alles versauen, aber sie trotzdem eben stellen muss, eben nein scheißen, nein sägen. Das. So, ich baue das jetzt mal ab, stelle ich die Kamera mit hin. Guckt schon mal mit zu, so ein bisschen. Hier. So Leute, wie gesagt, die haben jetzt erstmal, die können wieder zippeln, das ist vom einen Tag jetzt, was sie gekriegt haben. Sind sie erstmal versorgt und ich gebe jetzt noch Wasser. Wasser auffüllen, die Neppe. Und dann geht es wieder rein. Wir halten dann dort nochmal ein an die Kartoffeln und so, da gucken wir uns das gleich mal an, wenn wir immer hier auf der Ecke sind. Also bis die Kartoffeln da erstmal. So. Regen tut es auch schon wieder, also würde die ganze Woche, wie es aussieht, immer wieder mal regnen, also würde die Woche auch nichts mit Grund machen. Wenn Regen ist nicht schlecht, aber man bräuchte noch mal schönes Wetter. So, wir fangen jetzt mal hier an. Wintergerste ist hier noch ein Stück in Hektar. Also die ist sauber relativ, mal vereinzelt, mal, aber so im Großen und Ganzen sieht es gut aus. Sagt hier der Rand, der ist schon ziemlich reif und da so ein Streifen, aber so der größte Teil, da braucht auch noch ein paar Tage. Sagt man, bräuchte man ein paar Tage, weil heißes Wetter, dass das halbwegs abreifen kann. Hafer, da ist ein bisschen Weidelgras drin. Hier war ja das Kleegras als Zwischenfrucht gewesen, aber so im Großen und Ganzen steht der Hafer auch gut. Da passt es ein paar Stellen, die sich jetzt anfangen zu legen, wo es eben vom Boden her besser ist. Bleibt nicht aus. Wie gesagt, wir haben ja bis jetzt immer unwettermäßig haben wir ja Schwein gehabt. Das ist, wir haben zwar immer ein bisschen hier drei Schütter gehabt oder so wie letzte Woche, aber sonst, also diesen Hagel und Sturm und alles haben wir zum Glück nicht gehabt. Die Rüben, die stehen auch ganz gut. Soweit, die haben sich gut entwickelt, sind auch sauber. Na, passt. Kartoffeln, sieht man auch die unterschiedlichen Sorten hier. Die sind auch soweit gut, ist auch gut, haben auch gut zugemacht mittlerweile, da irgendein Unkrautdruck, dass das passt. Sieht gut aus. Und hier haben wir eben jetzt noch auf dem Vorgewände so eine Blühmischung gesät. Hier in der Mitte ist ja noch mal einmal und ganz vorne haben wir sonst hier auch einen Hafer gemacht, haben wir jetzt schon mal ein paar Blümchen gesät für die Bienen dann, dass sie auch noch was haben.
Ja, aber ist aber eben noch nicht so groß. Es dauert auch noch ein bisschen. Weil, wie gesagt, wir hatten ja erst noch hier wegen hoch und runter fahren und so. Wegen Kartoffeln durchfahren, das, weil das sonst alles zerwalzt hier. Das bringt nichts, wenn du das siehst ja jetzt immer, weil wegen Spritzen die Spur, da fährt er immer mal durch. Aber ja, hier ist auch noch Hafer. Ist auch soweit in Ordnung. Sieht gut aus. Ich fahre jetzt nochmal vor, wir halten vorne nochmal an, da haben wir nochmal Wetzen, da gucken wir uns nochmal einen Wetzen an und dann tritt die Kalis vorne auch nochmal. Also ist da hinter der Streifen, aber da gucken wir dann von vorne mal uns die Tritikale auch noch mit an, dass wir das auch noch mal gleich mit abgehandelt haben. Jetzt sind wir noch mal oben gucken von den Kartoffeln. Sagt das Sorten, das siehst du immer so ein bisschen die Blüten unterschiedlich. Blühzeug hier, da fangen auch schon die ersten Blümchen nur an, hier oben sogar schon zu blühen. Ja. Kommt schon. Wir hatten das ein bisschen Zwischenfrucht mitgemischt hier mit Blumensamen und so. Also wenn man selber was besorgt, das ist ja nicht viel. Dass man ein bisschen was hier vernünftig ist, ja bloß, dass es bedeckt ist. Also, der Hauptsinn ist ja dafür, dass das bedeckt ist hier, dass hier kein Unkraut wächst. Deswegen haben wir uns Hafer gemacht, die haben wir eben nochmal Blumen gemacht. Ein paar Kartoffelkäfer sind auch da hier. Die haben ja auch schon ein bisschen geknuspert, haben wir auch behandelt schon immer gegen Kartoffelkäfer. Ja, Schweinehunde. Ja, die fressen nämlich die Pflanzen kaputt. Aber werden wir am Ende nochmal was machen müssen, so wie es aussieht. Müssen wir mal gucken. Und das ist jetzt auch ein Hafer nochmal von oben. Jetzt haben wir hier noch zweimal Wetzen, da fängt sich das auch stellenweise an hinzulegen. Aber die sind wenigstens cool sauber, die Kulturen hier. Die zwei Stellen, das sieht gut aus. Ja, die Ähren sind auch halbwegs ausgebildet und von der Größe soweit in Ordnung. Sieht gut aus. Und gehen wir nochmal in die Tritikale rüber gucken. Doch, da ist hier. Da weiter vorne ist es recht schlimm mit Windhalm und ganz hinten auch. Da haben wir ein bisschen Windhalmprobleme. Aber wie gesagt, das ist dies schon nicht bloß bei uns so, sondern bei anderen auch zu beobachten. Also liegt es nicht direkt an uns, würde ich behaupten. Es liegt an der Witterung, die ist schon eben. Und also der Bestand ist super bei der Tritikale hier. Hast aber auch wieder so streifenweise so mit dem Windhalm zu tun, keine Ahnung. Sagt so ein paar Quecken sind auch mit hier. Also das ist vereinzelt mal, das geht alles, aber wie gesagt, hier Windhalm vorne in der Ecke ist ganz schlimm. Dann hinten rum wird es ein bisschen sauber und ganz hinten ist auch wieder. Aber so, naja. Sind wir erstmal mit dem Bestand, der Bestand ist wie gesagt gut, der hat sich gut entwickelt, die Ähren haben sich gut gebildet, oh, also es könnte auch vom Ertrag halbwegs werden. Muss dann wie gesagt bloß mal das Wetter werden. Ich schreibe schon ein bisschen Bammel, wenn das so weitergeht, dass man nämlich hier, das wird nur weggemause beim Getreide werden, so wie es jetzt aussieht, weil es nicht wirklich so in meiner schönen Phase ist. Wie gesagt, und über den Regen wollen wir uns gar nicht beschweren. Ist gut, wenn es immer wieder mal regnet, dann brauchen wir auch. Also der Boden nimmt auch mal das gut auf den Regen. Wie gesagt, letzte Woche die drei Schlitter, die waren wieder weg. Zwei Tage später hast du nichts mehr davon gemerkt. Also wie gesagt, der Bedarf ist da, ohne Frage. Aber wir brauchen eben auch mal dann zwischendurch mal eine Schönwetterphase, um unsere Ernte einzufahren und auch Grünland weiterzumachen, zweiten Schnitt. Mal sehen, Grünland wird vielleicht am Ende werden, dass wir Silo machen, weiß ich nicht, mal zwei Tage schön. Hast du mal eher wie 3-4 Tage am Stück, mal gucken. Werden wir sehen, aber sage ich mal so, die Bestände sehen halbwegs aus. Nicht ganz sauber vielleicht, aber vom Ertrag her könnte es halbwegs werden. Letztendlich sehen wir es dann, wenn wir es dreschen, aber so passt es erstmal.
Genau, und ich hab's jetzt erstmal rein. So Leute, ich war jetzt noch Futter machen, also Frischfutter holen. Natürlich hat es genau übelst gepisst. Das tat ein bisschen tröppeln, dachte schon, da fährst du kleiner, wo ich von der Weide rein war. Und ja, beim Hallen denkst du an Rüstschein zu sehen. Das war gerade wie ein Rüstschnass, naja. Egal, ist nur mal so jetzt. Und ich will jetzt die zwei noch misten. Die Box, das wird mal wieder Zeit. Schon wieder zwei Wochen her, glaube ich. So in der Richtung. Das mache ich jetzt erstmal. Stelle ich euch die Kamera hin, machen wir noch mal einen kurzen Zeitraum, würde ich sagen. Genau, und dann wird ziemlich Mittag sein, schätze ich. Und dann geht noch Mittag weiter. Dienstag, der 6. Juli. Gestern Nachmittag war ich noch Erledigungstour machen, was klären unterwegs gewesen. Heute Vormittag war ich erst für den Hofladen unterwegs und habe dann noch für Getreide gemacht, so war bestellt noch, was geschrotet und abgesagt. Das habe ich heute Vormittag gemacht. Und jetzt heute Nachmittag will ich noch Greenland-Technik mal abschmieren. Die beiden großen Mähwerke, ein Schwader, den Wender, einen großen und einen Akkordon 105 und einen Akkordon 6160 will ich jetzt noch machen. Also dann um mit abschmieren. Ich würde euch mal die Kamera noch mit hinstellen, ein bisschen als Zeitraffer. Ja, genau, machen wir erstmal so. War noch was gewesen jetzt? Nö, Wetter ist heute geil. Heute schön sonnig, geht ein gutes Lüftchen heute. Und aber gestern, wie gesagt, Regen gehabt. Ja, gestern Vormittag war Regen, hatte ich ja gesagt. Gestern Abend, dann war es halb 5 Uhr, fing es nochmal an, hat es nochmal einen kurzen Guss gemacht, der war ganz schön. Und aber morgen auch schon wieder 12 Liter Regen, also die Trockenphase fällt, die wir mal bräuchten. Mal sehen. Ja, mit Dreschen habe ich schon noch nicht gesehen hier in der Gegend, hat noch keiner angefangen. Du siehst, die ersten Stücken sind, könnten gehen, denke ich, so was man so beim Vorbeifahren sieht, vom optischen her, aber ja, wahrscheinlich fällt es einfach mal das Trockene dazu. Mal gucken. Also wir machen jetzt erstmal eine Runde abschmieren und dann mal sehen, wie viel Luft heute Nachmittag ist. Aber schätze mal, da wird der Nachmittag ziemlich rum sein, wenn ich da mit allen Schmieren durch bin, so in der Richtung. Okay.
heute der 10. Juli. Ich weiß noch nicht diese Woche, wie das Video wird. Also ihr seht das dann schon jetzt, wie es geworden ist, aber ich weiß es noch nicht. Ich wollte gestern Abend Video schneiden schon. Und da hat sich der Stecker am Computer gemeldet und hat gesagt, einmal formatieren bitte, so kann ich wirklich oder irgendwie so. Ich habe selber noch gestern Abend eine Weile gemurkst, war aber nichts zu machen. Und ich habe jetzt das an meinem Computerspezialist sozusagen weitergegeben. Der wollte mal gucken, ob er was retten kann. Ansonsten ist das bis auf, also das ab heute müsste gehen, aber das alles zuvor ist nicht schon mal. Weiß ich noch nie. Wie gesagt, wenn dann kommt davor noch was von mir, aber muss ich noch was extra aufnehmen. Zumindest hatten wir ja eigentlich, ich überlege gerade, Donnerstag Vormittag die Presse noch, die Pickup gemacht. Und Donnerstag Nachmittag habe ich mit meinem großen Junior noch die Ziegbrille gemessen, da hatte ich nicht gefilmt davon. Und gestern Freitag war ich mal nochmal unterwegs gewesen, habe noch für die Kinderzimmer braucht oder was an Möbeln. Das habe ich gestern erledigt und das ist ein Ausfall kleiner. Und heute, seit heute früh, wann habe ich angefangen? 8:30 mit Mähen. Machen wir jetzt zweiten Schnitt. Ich habe jetzt schon jede Fläche, wo der Baumstreifen ist. Habe ich aber wohl nicht gefunden, weil meine Frau mit dem Zehner mitgefahren ist vor uns. Und die Fläche gemäht, ich bin schon der hier. Und jetzt ist es 10:30 schon. Genau, machen wir eben zweiten Schnitt. Der Wetterbericht sagt jetzt, heute Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag kommen. Dienstag noch bis 30 Grad, jetzt die nächsten Tage so 25, 28 Grad in der Richtung. Sind jetzt gemeldet, ach, ich bin ja hier. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Stimmt nicht, egal, Standpunkt. Und wo ist jetzt stehen geblieben? Wir haben gesagt, wir trocken bleiben, wie gesagt. Wir haben gesagt, wir riskieren es jetzt, wenn es so Wetter bleibt, 4 Tage, müssen wir vielleicht gerade so trocken bringen. Alternativ, wenn es jetzt nicht trocken wird, dann können wir das Silo draus machen. Habe ich schon noch nicht, wir haben es sehen, wie gesagt, aber das, wenn hier geht, das was ich jetzt vor uns gehauen habe, das war schon recht alt, stand irgendwas Masse da. Aber wie gesagt, das wird nun Zeit, dass das nochmal kommt, die Sache. Sehen, dass es ja zusammenlenkt. Vorsicht, denkt man zusammen. Vorne habe ich alles mit längstes drin behauen, das hat gepasst. Wir haben hier nochmal eine Einstellung geschickt. Weil das ja, wir hatten ja das Problem damals, dass das immer mit der, das ist immer eine Spreite frei. Eine Arbeits-, eine Mehrwerksbreite Stellbibände hin und her gefahren ist, das war jetzt nicht mehr. Ob jetzt die Spuren stimmen, weiß ich nicht, egal. Guck ich da nochmal in Ruhe. Aber so ist jetzt der Stand der Dinge erstmal. Ja, das wird was schön. Ich zeige euch dann nochmal den Stand. Und mal schnell umdrehen. Vordergate steht gut da, das hier ist noch nicht so ganz so alt, das andere war älter. So, mit Grünlandtechnik habe ich die Woche auch alles klar, startklar gemacht. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann weiß ich nicht, wie gesagt, müsst ihr sehen, aber was wird. Bis haben wir das alles abgeschmiert, habe ich gemacht die Woche noch. Genau. So, ich mache erstmal weiter und melde mich später nochmal. So Leute, so weiter im Mähtext oder wie auch immer. Dort die große Fläche jetzt noch. Denksystem klappt soweit. Dort nur die Abdeckungskarte, die passt. Jetzt gar nicht mehr, aber egal. Zumindest wenn ich jetzt so die ganze Zeit fahre, das passt. Wenn ich jetzt gegenläufig fahre, seht ihr das ja. Hier ist noch eine Arbeitsbrille, bleibt jetzt noch stehen. Obwohl es eigentlich egal, aber wie gesagt, das Lenken, das klappt.
Korn, weiß ich nicht, wahrscheinlich selber gemurkt oder was. Egal, aber wie gesagt, jetzt passt es erstmal. Aber so. Also hier, wie gesagt, hier wird es Zeit, hier steht auch nicht so viel da. Ja, hier, aber das ist altes Zeug, das wird Zeit, dass es nur runterkommt. Ich denke, das sind nämlich hier so ein paar Sandstellen, die immer recht trocken sind. Und das Problem ist ja gewesen, dass der erste Schnitt war. Dort, wo wir Heu gemacht haben, war das ja wieder gut im Wachstum schon gewesen, die Fläche. Sollte im Wachstum gewesen sein. Und da hat es hier bestimmt Trockenstress gekriegt, deswegen ist das dann schon so. Ja, wie gesagt, dort vorne war es besser. Hier ist so eine Stelle, da steht nicht viel. Da drüben die Fläche ist wieder gut. Das passt soweit. Ja, müssen wir uns mal sehen, ob wir es trocken kriegen, ob uns das gelingt. Schauen wir mal. Wie gesagt, Notfall, Plan B ist dann. Silieren, Silobein draus machen, wenn es gar nicht klappt. Schauen wir mal. Der ist auch wieder da. Der ist ganz da schon wieder mit mir unterwegs. Ja. Der kommt immer mit. Ja, was ist auch, hier liegt ein bisschen mehr. Hier oben und das weit besser unten sind da die Stelle und da die Stelle, die jetzt noch weiter unten steht. Sonst passt es. Sonst guter zweiter Schnitt bis jetzt. Zufriedenstellend, möchte ich sagen. Und schauen wir mal, was rauskommt. Ich habe auch noch die Drohne eingepackt, würde ich dann auch noch mal was aufnehmen hier von der Fläche. Ich sag, das macht schon mal auf der Großfläche am besten fliegen. So ein bisschen Traktor vorne bei, bis wir hier runter, dass das passt. Ja. Doch hier ist jetzt mit der Abdeckungskarte, dass ich mir hinten bevor jetzt Spur an Spur, aber das. Aber wie gesagt, das ist nicht so wild, das finde ich nicht so schlimm. Hauptsache, der fährt wirklich die Spur so, wie es sein soll. Das macht er jetzt erstmal. Mal sehen, ich habe denen das auch nochmal geschickt, dass sie das nochmal wissen. Vielleicht kriegen sie das noch irgendwie noch hingemerkt, die Sache. Aber ja, doch die drei Hausrunden habe ich komplett erstmal gehauen gehabt. Und dann ist ja hier in der Mitte diese. Denke, dann tue ich ja nicht gerne durch vor, weil da muss so ein Wegbittitsch mit dem Mähwerke. Das macht mir so schön viel Spaß. Deswegen. Ja. Genau, jetzt machen wir hier noch einen geraden Schnitt erstmal. Wo wir vielleicht leer noch reinstehen, weil wir das mal erstmal gerade haben. Mal gucken. Sieht auch nicht ganz schlecht aus. Ja, sag ich. Mähe jetzt erstmal weiter. Der Vater kommt jetzt auch gerade schon hinten mit dem Wender wieder. Der ist auch immer knapp auf die Fersen, dass das gleich auseinander kommt zum Trocknen. Und mähe ich mich dann nochmal. So Leute, fertig mit Mähen. Ich wollte gerade mit euch nochmal am Weizen gucken. Also der Vater ist auch gleich fertig mit Wenden. Und ja, Weizen soweit gut. Fängt nur stellenweise an ins Lager zu gehen. Dort, wo die Böden auch besser sind, wie gesagt, dort, wo Bums da ist, dass das sich einlagern kann. Also die Körner gut gefüllt sind. Dort Raps ist auch soweit. Aber sind eben hier noch, also wie gesagt, Schulden sind unterschiedlich. Ich sag, hier, die sind größtenteils grün, welche sind hier abgestorben schon. Aber da ist auch bloß mickriger Mist drin. Mal sehen, vom Bestand her war er erst gut. Mal schauen, was rauskommt. Soweit auch sauber der Raps. Wirklich der Weizen auch großteils. Hier hinten sind ein paar Quecken. Aber im Großen und Ganzen ist er recht sauber. Doch letztendlich, was, wie es aussieht, ist dann in der Ernte, wenn wir sprechen. Mal gucken, wie das Wetter weitergeht. Wie gesagt, wenn das schön bleibt, muss ich mal gucken, ob wir dann vielleicht ins Dienstag 30 Grad werden. Jetzt jeden Tag trocken. Dienstag, dass wir eventuell vielleicht wird auch schon dreschen, mal sehen. Aber ich muss mir noch mal angucken, wie die wirklich aussieht jetzt. Aber es könnte vielleicht, wenn Vortag jetzt trocken ist und mit Dienstag 30 Grad werden, mal zum Dreschen gehen in die Richtung. Aber sie war verloren oder teilweise, ob der bei sich erst dreschen muss oder bei uns kommt. Muss ich erstmal jetzt abkloppen, Stand angucken, Nummer reden und ja, umklammern. Dann schauen wir mal. Und dort haben wir ja noch hier an der Front zu kämpfen jetzt. Gibt ja nur alles hinten raus, weil das Wetter nicht schön war jetzt zwischendurch, aber mal sehen. Genau, ich melde mich dann drinnen noch mal kurz. So Leute, das soll es die Woche jetzt gewesen sein vom Vlog. Wie gesagt, was zusammenkommt oder was nicht zusammenkommt, das seht ihr dann.
Mein Computerspezialist hat gesagt, der hat das wieder gerettet gebracht. Ich hole mir das dann, mal gucken, ob das dann, da ziehe ich das dann auf dem Computer eben. Und dann dürfte eigentlich der Vlog normal gewesen sein, dürfte er gar nicht mitgekriegt haben. Ich hoffe ja, dass es so ist. Und im Anschluss jetzt machen wir noch die Drohnenaufnahmen. Das habe ich mir als Abschluss jetzt überlegt, kommt hinten rein. Ich habe bloß noch was, zwei Pakete gekriegt wieder. Die würde ich euch gerne noch zeigen. Wir haben jetzt eben mal hier das und das. Und da war noch ein Zettel. Genau, wartet mal. Ein Zettelchen war dabei. Ein Gruß von Wolfgang Ferstl. Ich hoffe, ich sage das richtig. Hallo Henry, vielen Dank für deine regelmäßige Sonntags-Entertainment. Viel Spaß mit deinen Wünschen von Wolfgang. Wolfgang, besten Dank. Das sind eben mal hier solche doppelten Abzweigdosen. Kennt ihr das? Weiß ich nicht. Hier sind zwei Abgänge und hier ist eine. Wartet mal, kriege ich vielleicht mal auf mit euch hier. Sieht aus wie so ein Schnellverschluss. Jawohl. Klar mit Innenleben. Die hatte ich auch zwei Stück auf der Wunschliste. Ich dachte, das ist bestimmt auch gut für einen Hänger. Wir probieren mal, wenn dann mal an passender Stelle die und die anderen war ja auch in Ordnung. Wie gesagt, die fand ich gut. Und für die, für meinen Bossschleifer so ein neues Ding, das hatte ich mit drauf, weil meins, sagte ich, das Schleifpapier hat nicht mehr richtig gehalten. Das hat sicherlich daran gelegen und wenn es nicht daran gelegen hat, trotzdem neu ins Reserve, ist immer gut. Wolfgang, also nochmal vielen Dank. Und dann habe ich hier noch ein Paket gekriegt von vom Tim, müsste das sein, genau, von Tim. Der hat mir hier eine schöne Wurst geschickt. Was heißt Volk, Morser, Kleine, Aale, Strake. Ach du Heimatland. Wie spricht man das als Strake? Der hat einen Zettel dazu geschickt. Moin Henry, wie angekündigt, hier nun das Paket, was ich mir neulich so überlegt habe. Ist nur eine Kleinigkeit, aber ich wollte einfach mal Danke sagen für die schönen Sonntage, die man immer hat. Gehört für mich inzwischen fest dazu. Das hört man gerne. Die Wurst ist eine speziell der Nordhessen, ist keine Salami, nennt sich Aale Wurst. Hoffe, sie schmeckt dir und die Wärme der letzten Tage überstanden. Bleib wie du bist, mach weiter so. Grüß Tim. Tim, vielen Dank. Werde ich probieren. Die Sache, top. Bin ich ja mal gespannt. Und Zollstock dazu. Zollstock ist immer gut, passt immer. Jetzt erst wieder einer zerbrochen. Vielen, vielen Dank, Tim. Und in diesem Sinne, Leute, sage ich danke fürs Zuschauen, jetzt Drohnenaufnahmen und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.